Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich viel gelesen, dass Leute Probleme haben, wie sie sich Adminrechte geben können. Auch beim Expertenpack. Und da das Ganze auf Legacy so basiert, funktioniert das Ganze nur mit dem Admin. Früher war es Super Admin, aber die ESX-Version ist halt nur im zum Beispiel Profi-Pack, Anfänger-Pack, da ist halt das Ganze mit Limit noch und das, ne, genau. Und ich zeige euch jetzt 2 bis 3 Möglichkeiten, wie ihr euch Admin-Rechte geben könnt. So, die erste Möglichkeit ist, das Ganze über die Datenbank zu machen. Und einmal noch in-game müssen wir uns das Ganze geben. Das heißt, wir gehen jetzt einfach in die Datenbank rein. Wenn wir noch nicht auf dem Server gejoint sind, dann müssen wir das einmal tun, denn wir brauchen hier einmal den User und den finden wir dann hier. Und ja, hier sollte dann bei euch einfach nur User stehen und hier ändern wir das Ganze einfach um. Einfach Admin rein in die Zeile Group, also wo User steht. So, als nächstes müssen wir den Server aktualisieren, so, das heißt neu starten. Und hier müssen wir das Ganze auch nochmal aktualisieren, denn wir müssen prüfen, ob sich das Ganze übernommen hat. Wenn so das nicht so der Fall ist, so das kann sich bis 3-mal stapeln, dann müssen wir so das Ganze wiederholen, bis die Datenbank es gespeichert hat. Nehmen wir mal an, es hat jetzt funktioniert, so wie es üblich ist. Und ja, wir gehen jetzt einfach in den Server einmal rein, connecten. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder. So, wenn wir dann angekommen sind, müssen wir uns halt einloggen. Und ja, jetzt müssen wir uns mit T einmal noch die Adminrechte geben. Wenn ihr jetzt den Server neu gestartet habt, dann seid ihr die 1 immer als ID. Wenn ihr als erstes so gejoint seid, wenn nicht, dann nicht. Und hier oben können wir auch nochmal sehen, ja, welche ID wir jetzt sind. Wir sind die 3. Das heißt, wir machen Slash. Set Group, ja, und dann Player ID 3 und jetzt die Gruppe. In unserem Fall ist das einfach normaler Admin, ja, und mehr müsst ihr nicht machen. Einfach jetzt mit Enter bestätigen und ihr seid vom System aus jetzt kompletter Owner, also kompletter Admin und könnt jetzt alles halt machen. Wir können uns halt Kohle gehen, wir können jetzt so Commands ausführen. Uns irgendwas geben. Wir sind 3. Ja, haben wir uns jetzt was zu trinken so gegeben. Wir können uns auch Geld geben. Sagen wir mal, wir wollen mehr Kohle auf der Bank haben. Bank, dann so, ja. Und ja, somit sind wir jetzt auch kompletter Admin. Die dritte Möglichkeit ist es, uns per Server-CFG komplette Admin-Rechte zu geben. Und zwar, wir müssen das Ganze einmal öffnen, ja. So, dann habe ich das hier. Ich räume kurz runter. Jetzt. So, und zwar hier können wir schon sehen. Und hier könnt ihr auch die ganzen Owners oder die halt Zugriff haben sollen auf alles. Können wir das Ganze mit der Discord-ID machen. Und zwar machen wir das Ganze dann auch so. Zack. Ja. Nimm halt hier so das weg. Und hier kommt die ID einfach rein. Und hier ist die Group. Ne? Group Admin. Und wenn wir das ausführen und dann sind wir auch mit Discord verbunden. So, das heißt, über Discord haben wir dann auch die Adminrechte für den Server. Ja, so einfach geht's. Jetzt nur noch speichern, Server neu starten und ihr seid drin. Und Admin. Ja.
Gut, Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao, ciao. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. And